Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, ich habe mir endlich mal Mountainbike-Schuhe gegönnt. Bin ja jetzt die erste Saison sozusagen nur mit Vans gefahren. Und dann waren die im Angebot bei Bike Discount für irgendwie 60 Euro oder so. Und dann habe ich die mir gegönnt. Prime Blue Edition. Wer weiß, wir sind ja bei Hit the Beat. Partner, übrigens, wer sich für Hit the Beat interessiert, Workout und so, schreibt mir einfach gerne, ich kann euch da mal ein bisschen was erzählen. Also für die, die Sport machen wollen, abgesehen vom Fahrradfahren. Dann hat der Marc mir nämlich einen Tipp gegeben, dann habe ich die einfach mal zugeschlagen, weil dann können meine Vans auch mal in die Waschmaschine und mal wieder schön aussehen bald. Aber es geht heute gar nicht um die Schuhe, sondern um die erste Tour auf meinem neuen Fahrrad. Also bleibt dran. Ich mache mich jetzt ready, dann geht's los. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe zwar eine super top Einweisung bekommen für alles bei SGX Bike, aber so richtig, glaube ich, wenn man immer sowas neu hat, dann weiß man immer erst richtig, das zu benutzen, wenn man es auch wirklich das erste Mal richtig benutzt hat. Ich habe gestern noch alle Sticker hier abgemacht, dass das jetzt auch mal ordentlich und schön aussieht. Hier so eine Schutzfolie schon mal angebracht. Habe das Cockpit, also Bremsen und so weiter, so gerichtet, wie sie mir gefallen. Also wie ich das sozusagen vom Torque gewohnt bin. Und ich muss sagen, ich freue mich. Super schön weicher Sattel. Der Sattel vom Torque ist nämlich knallhart, also ich hoffe, das ist ein bisschen entspannter. Guck mal, ob das hier funktioniert. Ja, funktioniert. Akku voll. Hat so kurz gemacht und dann geht's los. Ja. So, ich ziehe mich um und dann geht's auf die erste Abfahrt. Ich brauche übrigens noch ein Mudguard. Schreibt mal ein paar Tipps für Mudguard. Farbkonzept übrigens, so mit Rot. Hier, ihr seht's. Das heißt, wenn ihr ein paar Ideen habt, abgesehen von dem Verpiss dich mit Apple-Sticker, auch gerne in die Kommentare, können wir ein bisschen gestalten. Das Talk machen wir nächstes Jahr auch mal richtig schön, so ein paar Sachen. So, jetzt wird die Kette geölt. Ein Dings hier umgeschnallt. Die müsste ich auch wieder sauber machen. Okay. Ah. Oh Mann, ey. Ich komme nicht zum Fahren, Leute. Sag mal, was macht eigentlich MacOff, dass alle Produkte von denen geil riechen? Also irgendwie muss ja eigentlich wirklich nicht sein, ne? Aber so, naja. Jetzt sind wir ready. Und es geht los. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das ist immer so eine Sache bei mir. Ich glaube, wir starten. Wie so oft habe ich versucht, Komoot nochmal eine Chance zu geben, um hier ein paar Trails zu finden, die ich bisher vielleicht noch nicht kannte. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wie das Ganze gelaufen ist. Ich habe Brille wieder beschlagen, wie Sau. Eco. Also wendig ist auf jeden Fall anders. Bremsen, muss ich einbremsen. Zurück auf der Tour. Die Navigation wird fortgesetzt. Bei nächster Möglichkeit scharf rechts. Also im Eco-Modus muss man auf jeden Fall treten. Der Drop-Up ist fast zu groß für mich. Also ich merke schon, das Rad ist viel schwerer. Das merkt man auf jeden Fall. So, hier Leute, mein Horror-Uphill. Ihr kennt ihn. Den fahre ich immer für meine Home-Trails. Und den fahre ich jetzt
im Tour-Modus 14 km/h hoch. Also was ich schon direkt gemerkt habe hier, das ist einfach zu nah im Griff. Ich muss das hier alles weiter in die Mitte setzen, weil sonst stört mich der Schalthebel am Daumen und der Dropper-Post auch am Daumen. Das muss ich auf jeden Fall verändern. Okay, erste längere Abfahrt. Übrigens die Schuhe, fühlt sich fast an, als hätte ich Klicks an. Kein Dirty Dan drauf, ne? Das ist eigentlich echt doch hier. Einbremsen. Auf jeden Fall viel früher bremsen mit dem Mittelbike. Mein Griff dreht sich auch. Moment mal. Das ist zu groß. Ja, der war halt auch nullfest, ne? Ja, genau aus dem Grund habe ich Werkzeug mit auf den Trail genommen heute. So, jetzt probieren wir das Ganze hier nochmal. Und muss die Bremsen immer noch einbremsen. So, Versuch Nummer 2. Ah, ist natürlich viel schwieriger, das Ding. Aber in der Luft. Bremsen einbremsen. Wieder komisch aus. Also im Tourmodus ist auf keinen Fall gar nicht anstrengend. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Ausdauertraining eine Wirkung hat auf das Ausdauertraining. Safe. Ist so ruhig hier im Wald. Ich mach jetzt nochmal die Abfahrt und suche ich die andere, die ich eigentlich auf Komoot gefunden hatte. Die Tour wird angelangt. Ja, ja, Mann, Komoot. Ich will nur einmal hier runterrasen. Also beim Bergauffahren und geradeausfahren merkt man das Mehrgewicht des Fahrrads eigentlich gar nicht. Allerdings, die 29 Zoll Reifen sind echt nicht so wendig und auch das Gewicht verhindert natürlich, dass man das Fahrrad mal eben so leicht hin und her werfen kann, wie es beim Torque ist. Auch wenn ich jetzt echt kein Pro-Fahrer bin, merkt man diesen Unterschied definitiv. Und ich würde sagen, abfahrtstechnisch macht das Torque auf jeden Fall viel mehr Laune. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich einfach mit dem Rad hier einfach viel öfter rausgehe und viel öfter einfach Abfahrten mache und vor allem einfach viel, viel mehr Abfahrten in viel weniger Zeit. Also ich habe schon gemerkt, die erste Stunde bin ich schon so viel Abfahrten gefahren, wie ich normalerweise an 2 Tagen fahre, wenn ich mit dem Torque rausgehe. Und das ist auf jeden Fall ein Argument. Natürlich die 29 Zoll Dinger, riesig groß. Aber langsam packen die Bremsen. Ich bin dann noch auf die komische Idee gekommen, doch irgendwie noch zum Steve radeln zu können, weil ich doch jetzt einen Akku habe. Und ja, deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, auf den Weg zum Steve und bin dann mehr oder weniger gescheitert auf halbem Weg. Ah, Leute, ich glaube, ich werde es nicht mehr zum Steve schaffen. Hatte noch mal kurz überlegt, aber das müssen wir auf ein andermal verschieben.
Also die 29 Zoll Reifen, die rollen so schnell, das ist richtig nice. Ich brauche auf jeden Fall ein Mudguard. Leute, ey, mein Gesicht. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass das Rad da vorne frei ist und so ins Gesicht spritzt alles. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Trail. Ich hoffe, ich finde den. Ich muss mich allerdings jetzt echt ein bisschen beeilen, weil die Zeit knapp wird und der Rückweg von da auch relativ lang ist. Ich habe zum Glück noch viel Akku. Das heißt, alles easy. Ich bin jetzt aber auch schon 2 Stunden unterwegs. Ist halt auch geil, freihändig berghoch fahren, ne? Wenn es so entspannt ist. Einfach krass. Let's go! Nicht unendlich Zeit habe heute, fahren wir zurück, knallen den Turbo rein hier berghoch jetzt. Also, der Berg ist schon steil. Klettern geht auf jeden Fall. Auch wenn das Wetter total mies war und nass und kalt, konnte ich natürlich nicht, einfach mich nicht aufs Fahrrad setzen. Das könnt ihr sicherlich verstehen. Also ging es dann aber wieder nach Hause und es gibt noch ein kleines Feedback zum Bike. So Leute, nachdem ich mich jetzt halbwegs trocken gelegt habe, kurz Feedback noch. Super cooles Fahrrad. Ich bin sehr happy mit der Größe und allem. Ich fühle mich mega wohl da drauf. Also da habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht. Allerdings, natürlich ist es nicht halb so wendig wie das Torque. Ne? Bergab ist es aber ziemlich cool, weil es sehr schnell auch läuft, ne? Und durch das Gewicht echt, also im Torque wirst du schon durchgeschüttelt, wenn du Wurzeln fährst und hier halt einfach fast gar nicht, obwohl es den gleichen Dämpfer tatsächlich hat wie das Torque. Alles in allem, bei Sprüngen muss ich mich noch rantasten, ne? Habt ihr gemerkt bestimmt, aber ich glaube an so einem Spot jetzt wie so Flow Trail Siegen oder so, da hätte ich richtig Spaß mit dem Ding. Ich habe jetzt einfach alle Trails gefahren fast, die ich hier normalerweise in 3-mal fahren gehen, fahren muss. Das heißt, bergab und so bringt es auf jeden Fall viel, viel mehr Erfahrung, ne? Weil du viel mehr fährst. Und ich war nur 2 Stunden. 2 Stunden war ich unterwegs und ich bin alle Trails gefahren, die ich sonst hier auch fahre.
Das war auf jeden Fall ja schon krass. Also hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ein komplett anderes Fahren und ich finde, es ersetzt mein normales Enduro, ersetzt es auf keinen Fall. Ich glaube, es ist eine mega geile Ergänzung. Übelster Luxus, beides zu haben. Ich bin übelst happy, dass ich hier die Chance bekommen habe, das günstig zu kriegen. Und ja, Leute, es wird auf jeden Fall noch ein paar Videos geben. Aber morgen geht es erstmal in den Bikepark. Ja, welcher Bikepark nochmal spontan offen hat, das werdet ihr dann sehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und ja, bis bald. Ciao, ciao. Fuck, Leute, warum sagt ihr nichts, wie ich aussehe? Ah, guckt euch das an hier. Verdammt. Naja, ich mache mich jetzt sauber. Oh, ja, ihr habt euch bestimmt kaputt gelacht. Einfach ganz, ganz heimlich. Und da sieht der Daniel, sieht das nicht. Und ich gehe gerade so am Spiegel vorbei und denke mir nur, oh Mann.